Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und heute haben wir die wöchentlichen Top-Partien am Start. Wir gehen rein, wir kriegen insgesamt ein seltenes Elektrum-Profi-Pack, was wirklich gut ist. Ansonsten hier nur ein Elektrum-Pack klein, ein Gold-Profi-Pack klein, immer noch ein Premium-gemischtes Spieler-Pack und ein Prime-gemischtes Profi-Pack. Ich sage manchmal Spieler-Pack, weil es halt noch so drin ist. Also die Einzel-Rewards sind halt ehrlich nicht gut, muss man sagen. Das sind keine geilen Packs. Das seltene Elektrum-Pack ist halt ganz gut als Gesamtbelohnung. Aber die restlichen Packs... Wir gehen mal rein. Nantes gegen Stade Reims ist die erste Partie. Ligue 1 brauchen wir einen Spieler. Wir dürfen maximal 4 Spieler aus derselben Liga benutzen. 2 Silber. Ansonsten 14er Chemie und gut ist. Wir sind auf 15 gekommen. Ich bin so ein bisschen meinen Verein durchgegangen, habe die Silber Ligue 1 Spieler reingekloppt. 4 an der Zahl, hier die ihr hier seht. Also rechter ZDM, rechter IV, Torwart und Linksverteidiger. Dann bin ich noch in die zweite französische Liga gegangen. Durch die Franzosen zumindest nochmal hier bei ihm 2 Chemiepunkte mitgenommen und bei ihm eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Also den könnte ich sogar eigentlich mit einem Bronze-Dude ersetzen. Jetzt muss ich aufpassen, welche ich wo genommen habe wieder, ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig hier. So, der geht theoretisch auch so, dann haben wir hier sogar noch einen Silberspieler gespart. Ansonsten habe ich noch 3 Spanier drin, alle aus derselben Liga und 2 auch vom gleichen Verein. Das heißt, die sind auch beide nochmal full und er hat zumindest nochmal 2 Chemie. Und dann waren wir auch schon durch, also wir haben dadurch dann die Chemie voll bekommen, 15 haben wir gekriegt am Ende. Hab dann noch jetzt in dem Fall 3 Bronzespieler random reingestellt. Also relativ simpel und günstig machbar. Ich meine, wie gesagt, das Pack, was es hier gibt, ist halt wirklich, wirklich schwach. Im Idealfall wirklich halt Silber- oder Bronzespieler nutzen, wenn ihr die im Verein habt, um das so günstig wie möglich zu halten, weil was ihr hier wieder kriegt, sind ja 3 Gold-, 3 Silber-Spieler und einer davon ist selten. Also, ja. Nichts Besonderes. Florenz gegen Juventus ist die nächste Partie. Da brauchen wir 2 Serie A-Spieler. Wir brauchen mindestens 4 Vereine. Mindestens 2 Spieler aus demselben Land, 2 Rare und ansonsten nur Silber- oder Goldspieler und 18 Chemie. Wir haben am Ende sogar 26 Chemie, also hier habe ich ordentlich was rausgeholt tatsächlich an Chemiepunkten. Dann könnte ich den dann sogar eigentlich rausnehmen hier, sehe ich gerade, ja. Und dann können wir da nochmal einen random Silberspieler reinklatschen. Habt ihr das gesehen? Der hat, glaube ich, 9 Chemiepunkte gerade gegeben, weil vorher, ich wollte sagen, ich war nämlich vorher, als ich das gebaut habe, nicht so hoch von der Chemie her. Und dann muss ich jetzt mit Raspadori 7 Chemiepunkte bekommen haben. Krass. Okay, der hat es auf jeden Fall gut hochgepusht. Es geht aber auch so, auch hier wieder größtenteils Silber. Ich habe mir eigentlich erstmal alle... hier können wir sogar noch mehr Chemie rausholen, so. Aber ja, passt auf jeden Fall auch. Ich habe mir auf jeden Fall erstmal einige Serie A Silberspieler geschnappt, die ich im Verein hatte. Ungefähr die, also um genau zu sein, die ganze Abwehrkette. Und den ZM in der Formation. Da bin ich nochmal in die zweite italienische Liga gegangen, habe da 3 Spieler gefunden, die von der Position her gepasst haben. Und dann waren wir ja theoretisch auch schon voll, kann man sagen. Ne? Also dann können wir auch den hier noch rauspacken. Was mit dir? Du hast 2 Chemiepunkte. Guck mal, dann können wir die auch rauspacken. Ich hatte nicht gesehen, dass ich den Dude da unten ins Tor gestellt hatte tatsächlich. Das ist ja dann sogar relativ stabil. Das heißt, wir geben auch hier nur ein Silberteam ab. Das ist ganz nice. Also Serie B, 3 Spieler genommen, alle kommen auch mal auf 2 Chemie und halt am Ende 6 Serie A Spieler, die sich auch nochmal ordentlich Chemie geben und dadurch sind wir dann am Ende voll, ne, 5 Serie A Spieler und 3 Serie B Spieler. Ja, relativ easy, auch hier wieder ein komplettes Silberteam gebaut, halt so ein bisschen auf die Ligen fokussiert, die hier als Thema gefordert sind quasi. Und das hat ganz gut geklappt. Ich mache das meiste halt aus dem Verein heraus, würde ich euch halt auch empfehlen. Wenn ihr einen einigermaßen vollen Verein habt, so wie ich. Ich behalte ja die meisten Spieler und das passt dann auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, gerade bei den Gold-Challenges sind wir dann schon eher im 79er, 80er Bereich teilweise, was die Gold-Spiele angeht, weil ich ja die ganzen Centurion-Challenges aktuell mache und bin jetzt schon fast bei der Hälfte. Ich habe schon ordentlich Gold-Spieler weggeschmissen, deswegen ist mein Verein auch, was Gold-Spieler angeht, unter 80 nicht mehr so voll. 79, 78 und über 80 halt geht einigermaßen. However, wir brauchen für den deutschen Klassiko, für den Klassiker Borussia Dortmund gegen Bayern einen Dortmunder und einen Bayern-Spieler. Bei den Bayern kann man natürlich auch Frauen nehmen und das habe ich auch getan, weil ich keinen Gold-Bayern im Verein hatte, den ich nehmen wollte. Masrawi ist mir einfach vom Rating her zu schade hierfür. Und ich hatte bei den Bayern Frauen halt jetzt in dem Fall die Torhüterin, die Silber-Torhüterin am Start, die kann man halt easy reinklatschen. Wir brauchen ja auch kein Rating, wir brauchen ansonsten nur 22 Chemie. Und 3 Gold in der Stadion von 5 Länder. Das ist alles relativ easy machbar.
Ich bin halt im Endeffekt auf ein Bundesliga-Team gegangen und habe so lange Bundesliga-Spieler reingestellt, bis auf der richtigen Position, bis die Chemie voll war. In dem Fall sind es halt 8 Spieler, 8 mal 3 ist 24. Dann waren wir voll. Hier die ganze Zentrale, bis auf den Stürmer und den Torhüter, nee doch, bis auf den Stürmer, haben wir die ganze Zentrale hier vollgeklatscht mit Bundesligaspielern auf der richtigen Position. Auch größtenteils Goldspieler dann an der Stelle und an den Rest habe ich dann aufgefüllt mit Silberspielern. Einer davon war halt eben die Bayern-Torhüterin. Relativ easy von Dortmund Benzebaini. Und ansonsten passt das, denke ich mal. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Das geben wir ab und dann haben wir auch diese SBC abgeschlossen. Sehr, sehr nice. Von Benzebaini habe ich ja zum Glück die Evo im Verein. Ich hatte echt Probleme mit einem Dortmunder First Owner. Ich hätte mir sonst irgendeinen Dortmunder kaufen müssen. Weil ich meine Dortmunder First Owner nicht abgeben will, falls jetzt irgendeine Evolution kommt, wo ich einen Dortmunder reinpacken will. Und ich will unbedingt eigentlich immer die First Owner Karten nehmen. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt bis jetzt auch noch mit Rajason gewartet, bevor ich die Centurion Evolution gemacht habe, um zu hoffen, dass ich den vielleicht irgendwie ziehe. Vielleicht ziehen wir den ja jetzt noch, das wäre ganz cool. Und dann könnte ich den nämlich in die Evolution packen. Aber ist egal, wir machen mit der letzten Challenge weiter. Tottenham gegen Chelsea. Da brauchen wir einen Spurs-Spieler, egal ob Frauen oder Männer. Das gleiche gilt für einen Chelsea-Spieler. Es ist auch egal, ob Frauen oder Männer. Wir brauchen zwei Spieler oder Spielerinnen aus einem Verein. Drei selten, 75er Rating, 26 Chemie. Wir haben 9 Spieler auf der richtigen Position aus der Premier League. Das heißt, 9 mal 3 ist 27. Dadurch sind wir, oder damit sind wir gegangen. Nicht die günstigste Variante, wie gesagt, mein Verein ist relativ leer, was Goldspieler angeht. Dementsprechend habe ich relativ High-Rated-Spieler genommen, die wahrscheinlich ein bisschen teurer sind als manch Low-Rated-Spieler. Zum Beispiel der Lo Celso ist, glaube ich, relativ teuer. Da kann man ja irgendeinen random Premier League ZOM halt hinstellen. Ich hatte halt sonst keinen mehr im Verein, deswegen hat das gepasst. Ja, ansonsten halt, wie gesagt, ein Gold-Premier League-Team mit zwei Bronzespielern. Da auf jeden Fall relativ in Ordnung, würde ich sagen. So. Sind wir durch, geben das Ganze ab. Ja, der eine Bronze ist im Evo-Team, aber das ist in Ordnung. Und dann haben wir auf jeden Fall die Top-Partien erledigt. Sehr nice, nehmen wir mit und hoffen, dass wir was Gutes ziehen werden. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Ich habe irgendwen verkauft. Ah ja, stimmt. Ich hatte mir einen Rodrigo für eine Rating-SBC gekauft, weil ich einen 89er brauchte und er war der günstigste. Und dann habe ich gesehen, na scheiße, ich habe den 89er. Also einen hatte ich schon im Team und das war Rodrigo. Oder Rodri, nicht Rodrigo, aber ist ja auch egal. Den habe ich jetzt verkauft. Wir machen, gehen los hier rein. Los hier rein. Mit dem Elektrum-Profi-Pack, wo höchstwahrscheinlich ja, also 50-50 Chance, dass es ein Golden Non-Rare ist. Aber es ist sogar ein 83er mit Sergio Busquets. Ja, sehr stabil. Dafür, dass es, wie gesagt, nur ein seltener Goldspieler da drin ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und ich nehme jetzt auch mal die Gold-Duplikate mit, um halt die Centurion-SBCs besser aus dem Verein heraus machen zu können. Wir machen weiter mit dem Premium Prime, ah, dem hier, logisch. 6 Goldspieler, nur einer selten. Here we go. Wer bist du? Eine Frau. Relativ sicher eine Frau. Wer ist sie? Ah, ich glaube 78. Ja, guck mal, ich habe die nämlich vorhin gezogen aus so einem 78 Plus Pack. Ja, aber ihr seht es auch, keine Duplikate bei den Low-Rated Gold-Karten. Alles leer. Der ganze Verein ist leer. So, wir haben ein Premium und ein Prime gemischte. Da gehen wir natürlich ins Premium zuerst rein. Gucken wir mal. Da können halt auch, sind halt auch seltene Bronzespieler mit dabei. Und das ist, glaube ich, eine Copa del Libertadores-Karte hier. Sehr gut. Ja. Nice. Okay. In De Vrij 82 ist in Ordnung. Hier irgendein gut. Oh, Nnamdi Collins, Digga. Guckt mal an. Der hat, glaube ich, auch noch nichts gemacht bei Frankfurt, oder? Naja. Nehmen wir aber auch mit. Vielleicht irgendwann mal nützlich für eine Evo oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall ordentlich Pace für den Innenverteidiger. Gehen wir rein ins Prime gemischte Profi-Pack und hoffen, dass wir hier vielleicht mal irgendwas Gutes ziehen. Venezuela kann schon nicht gut sein. Na, ist es dieser Marchis, dieser LM, der letztes Jahr noch bei Granada war? Er ist es. Und der hat auch kein wirklich gutes Rating. Ja, ne? Nicht wirklich berauschend, auch bei den Silberspielern nichts Vernünftiges großartig dabei. Ich weiß nicht, ob der vielleicht für Jakob Brunas nach, guck mal an. Ich kann nicht sehen, ich habe nur Larsen gelesen, ich habe gar nicht aufs Gesicht geachtet. Ja, Jakob Brunas bei Burnley. Schau mal an, die ganzen Ex-Dortmunder ziehen wir hier. Hat irgendein Ex-Dortmunder eine Centurion-Card? Fällt mir gerade aus dem Kopf nicht ein. Es gibt Erling Haaland als Inform. Den würde ich nehmen, ey, Dortmund. EA ist auch ein Ex-Dortmunder. Wir gucken rein, Deutschland ZM könnte was Gutes sein. Es ist oben. Debritz. Debritz? Ja, was hat sie? 84, come on, ey.
Nicht mal ein Walkout. Aber 82, 83, 84 ist tatsächlich in Ordnung, was das Rating angeht. Ansonsten noch, ja, das ist halt nicht so berauschend. Ja, ist okay. Aber, naja. Auch nicht die Welt. Ich hoffe, ihr hattet insgesamt mehr Pack Luck. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.